Ich rede auch voll schnell, sonst bin ich eigentlich gar nicht so, dass sonst überlege ich immer so lange. What's your name? Victoria. My son, nice to meet you. That's Boxer. That's Blinker. You're a Berlin guy, then. I show you our world. Are you stealing? Ja, Frederik, wann hast du zum ersten Mal von dem Projekt was gehört, was mitbekommen? Wir waren da in so einer Kneipe in Kreuzberg und da haben wir uns getroffen, ich mit Sebastian und mit unserem Schreibeling Eike. Und dann haben sie mir erzählt, was sie so vorhaben. Und dann denkst du erstmal, klar, wie One Take, was habt ihr da vor? Und irgendwie habe ich denen vertraut so und habe gesagt, okay, lass uns das ausprobieren. Natürlich war es komplett wahnsinnig, weil du denkst, ist ja nicht mein erster Film, so ich weiß, dass es schwer ist und eigentlich nahezu unmöglich, sowas auf die Beine zu stellen. Und wir haben es dann aber gemacht und es war so, wie gesagt, ein Vertrauensverhältnis, dass er gesagt hat, komm Frederik, wir gucken mal, wer da noch sonst mitspielen kann und lass uns da mal eine coole Truppe zusammen würfeln und genau, und dann haben wir das so gemacht und haben es einfach gemacht. Manchmal ist es einfach, man darf nicht so viel erzählen, man muss es einfach machen. Also haben Sie gezielt schon dich im Kopf gehabt, als Sie sich das selbst überlegt haben? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Sebastian mich schon ganz in Ordnung fand davor schon. Aber ich fand ihn auch ziemlich in Ordnung. Das macht das immer ein bisschen leichter. Also es gab keinen klassischen Casting-Prozess? Nee, so nicht, aber wir haben schon ein bisschen geguckt, wer passt. Und also da waren schon ein paar Leute dabei. Also dass man gesehen hat, irgendwie ob es harmoniert oder ob es nicht harmoniert. Also das ist schon total wichtig. Du kannst ja nicht Freunde erzählen, wenn da nichts dahinter ist. Und wie lang war die Zeit zwischen der Idee oder dieser Nacht in der Kreuzberger Kneipe und dem tatsächlichen Film, der dann entstanden ist? Ich glaube, die hatten, also das kann ich schlecht beantworten, aber ich weiß es, glaube ich, sogar, dass Sebastian hatte Bock, einen Film über einen Bankraub zu machen, aber er fand so einen Film über einen Bankraub irgendwie langweilig. Und deswegen haben wir einen Bankraub gemacht. Wie lange war denn zuvor dein längster Take? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich glaube, ja, ich habe davor mal einen Take gedreht, der war 9 Minuten, aber der war ziemlich total so hinten und man hat uns so spielen lassen und das fand ich schon großartig. Das war ein 9-Minuten-Take für einen Fernsehfilm und das war so toll und alle, obwohl es gar nicht so geplant war, alle konnten schon ihre Texte für die nächsten Bilder, die sind so untereinander übergegangen, wir haben gespielt und was Schöneres gibt es irgendwie nicht, als Schauspieler spielen zu dürfen. Es ist ja sehr theatermäßig so, denkt man auch ständig während des Films, dass man halt keine Pause hat als Schauspieler, vielleicht das mal ein stimmt. paar Sekunden oder sowas. Das stimmt, dass man da keine Pause hat, aber trotzdem ist es also, ich glaube, dass Theater nochmal was ganz anderes ist. Ich glaube, Theater ist halt groß, Theater ist so, du möchtest alle überzeugen, du musst es darstellen. Mhm. Und bei uns geht es ja um das Kleine, um uns, um die Nuancen und das, um die Wahrheit. So. Und ich glaube, das unterscheidet sich da schon. Was meinst du mit Wahrheit, auf die Charaktere bezogen? Ja, auf jeden Fall, wir lügen ja nicht in dem Sinne, also ich glaube uns alles. Und der Castingprozess, wie lief das dann ab? Also warst du dann involviert und hast quasi mit den verschiedenen Kandidaten schon mal irgendwie improvisiert? Nee, das war eigentlich nicht so, das war ein Castingprozess, würde ich so gar nicht nennen. Wir haben uns irgendwie getroffen, zu viert, er war das, der war das. Ich wurde, glaube ich, auch mal kurz für eine andere Rolle angedacht. Er wusste nur, er wollte mit mir ganz gerne zusammenarbeiten. Und dann haben wir eine Szene gespielt. Und haben uns zusammengesetzt und haben darüber geredet, wie jeder denkt und wo er herkommt und was sie so besonders macht zusammen und warum, die sind ja wie eine Familie, die haben ja nichts anderes. Es ist so, dass jemand draußen steht und morgens aufsteht, wer als erstes aufsteht, pfeift in dem Wohnblock und die kommen runter und man verbringt den Tag miteinander. Und ich glaube, das muss halt rüberkommen, dass es stimmig ist, ja. Und dann das Casting von Laia Costa war ja nochmal was ganz Eigenes dann, wenn... Ja, Laia war, wir sind nach Barcelona geflogen. Und Laia, wir waren sofort sprachlos und verliebt nach dem Casting. Wir standen da draußen rauchend. So, die hat uns so umgehauen. Die war wirklich fantastisch. Die war also wirklich, da denkst du als Schauspieler, das ist nur ein Geschenk, wenn du mit sowas zusammenspielen darfst. Mit so jemanden. Und dann war es sofort klar, dass sie das ist, dass sie Victoria ist. Und das macht sie auch ziemlich gut, finde ich. Auf jeden Fall. War es denn von Anfang an klar, dass es eine Spanierin oder jemand sein sollte, der kein Deutsch spricht? Ich glaube schon, dass es immer so in Spanier angedacht war, was ja auch irgendwie stimmt. Es ist ja auch irgendwie so eine Hommage, finde ich, an Berlin, an die Berliner Jungs so. Und an Berlin, wie es sich gerade verändert und dreht. Wie sehr hast denn du dich da wiedererkannt als Berliner Junge? Ne, ich freue mich natürlich, in Berliner zu spielen. Und ich glaube auch, dass es,
ich mag ja auch irgendwie interessante Leute und vielleicht auch so Straßenköter. Ich sehe uns immer so als so kleine Straßenköter an. So nette Straßenköter, die vielleicht auch eine Geschichte zu erzählen haben. Und die Geschichte mal so zu hören und sich da so damit gehen, zu gehen, es ist natürlich irgendwie auch ein Wagnis. Aber man sieht ja, okay, jetzt wo ich sage, es ist nicht wirklich positiv. aber ich glaube, sich das zu trauen, so den Leuten mal zuzuhören. Und deswegen, und ich mache das auch gerne. Ich unterhalte mich gerne mit Leuten, die mir interessant erscheinen. Und das sind nicht für irgendwelche komischen Dressmen. Das passiert ja wahrscheinlich ziemlich oft, dass du auf der Straße angesprochen wirst mittlerweile. Ja, ab und zu, ja. Ah, okay. Ich finde besonders charmant in deiner Rolle als Sonne dieses Switchen zwischen Deutsch und Englisch ständig. Ja. Also ich weiß nicht, war das eine explizite Regieanweisung oder ist das einfach so entstanden? Es ist so entstanden. Ich wollte halt auch so einen Typen halt so zeichnen, der halt so Englisch spricht, ne, mit Händen und Füßen. Und ja. Das macht es ja auch total schön, irgendwie, auch wenn untereinander so irgendwelche Wörter suchen auf Englisch. Mhm. Und es war so angedacht, weil sie kann ja auch kein Deutsch. Sie kann ja wirklich kein Deutsch, sie ist ja Spanierin. So. Sie kann Spanisch und Englisch. Englisch wäre viel besser als wir. Aber und in dem Film. Und deswegen fand ich das total schön. Ich finde das total angenehm, so die Jungs so Englisch sprechen zu hören. Ich finde das auch wieder wahr irgendwie. Ja. Und cool. Und die trauen sich aber trotzdem was. Ich glaube, das machen Berliner auch so. Macht es ein bisschen so aus, dass die sich trotzdem trauen, egal was für ein schlechtes Englisch die sprechen, trotzdem müssen sie sich so trauen, zu sagen, guck mal, ja, ich zeig dir jetzt mal ein bisschen Berlin. Einfach raus alles. Ne? Mhm. War das erste Mal für dich, auf Englisch zu drehen? Ach so, nee, ich habe Los Angeles mal einen Film gedreht, der ist aber noch nicht draußen. Und außerdem ist es ja nicht Englisch-Englisch, also das ist ja schon irgendwie... Aber ich glaube auch leider als Engländer oder als Amerikaner, sich das anzuhören, ist, glaube ich, auch sehr amüsant. Ja, jetzt ohne dir zu nahe treten zu wollen, also war das einfach so auf den Bauch heraus dein Englisch, was du jetzt auf der Schule... Nee. Also ich kann schon besser Englisch als Sonne. Aber ich wollte es halt auch so ein bisschen erzählen, weil ich das auch total schön... Mir geht es selber so, dass ich manchmal, wenn ich im Ausland bin und dann Bock habe, so ein Englisch zu reden, dass ich das auch mache, weil es mir Spaß macht. Weil ich glaube, dass es viel charmanter rüberkommt als so gewolltes Oxford-Englisch. Mhm. Was habt ihr denn als erstes gemacht, als der Film dann endgültig im Kasten war? Ich glaube, wir haben nicht viel gemacht. Wir saßen dann da vor dem Produktionsbüro und haben Bier getrunken und keiner konnte wirklich sowas sagen. Alle waren so ziemlich noch geflasht so von dem, was gerade passiert ist. Und es war nicht viel. Es war einfach nur so, alle natürlich umarmt, aber es war so ein bisschen apathisch fast. Mm. Ausgepumpt wahrscheinlich. Ihr habt sie wirklich dreimal komplett durchgedreht. Ja, du bist halt komplett Reizüberflutung. Du hast ja so viel passiert, was du überhaupt gar nicht... Und wenn ich den Film jetzt sehe, sage ich, ach, wie denn da, dass ja das noch passiert, das ja auch noch. Weil du hast ja gar kein Gefühl mehr. Also du bist ja nur... Ja, was ist das Anstrengendste, was du gemacht hast bis jetzt im Filmbereich? Ich würde jetzt nicht sagen anstrengend. Ich fand, es war eine schöne Anstrengung. Ich stehe ja da drauf, wenn man was schafft. So. Und Ich fand's toll. Gab es denn Szenen, die ihr wegen den technischen Vorgaben rauslassen musstet, dann irgendwie im Endeffekt, die bei den Proben nicht geklappt haben, wo ihr gedacht habt, die wollen wir jetzt unbedingt, zum Beispiel der Banküberfall kommt mir da in, weil man den ja nur, also das sieht ja nicht. Das war ja immer schon so geplant. Das war immer so, manchmal ist es nämlich interessanter, glaube ich, das nicht, das Offensichtliche nicht zu zeigen, sondern das zu spüren von jemand anderen. Man muss nicht, es gibt Regisseure, die möchten immer draufhalten und quasi das Brutale und alles. Aber was, glaube ich, was anderes hervorhebt an Gefühl, als wenn man es mit dem Charakter irgendwie miterlebt. So. Ja. Und das haben wir als interessanter empfunden, ja. Letzte Frage, auf einer Skala von 1 bis 7, wenn 7 krass ist und 1 gar nicht, wie sehr nervt es dich, wenn man dich als Wurstjunge anspricht? Hä? Überhaupt gar nicht. Ich würde sagen 6. Sehr cool. Passiert das? Passiert öfter. Ich krieg ab und zu Drinks umsonst, weil die sagen so, hey, Wurstjunge, komm her. Ich sage, freue ich mich total drüber. Ich finde es auch ziemlich lustig. Absolut grandiose Rolle, muss ich sagen. Habe ich dich auch das erste Mal entdeckt. Echt? Ja, schön. Großartig. Freue ich mich.